Warum ist es wichtig, für den Einsatz bei der Wasserwacht eine Ausbildung zu erhalten? Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir nach dieser Ausbildung schnelle und professionelle Hilfe leisten können. Und darüber hinaus natürlich ist für uns besonders wichtig, dass unsere Einsatzkräfte wieder gesund für die Einsätze zurückkommen. Und das kann man nur durch regelmäßige Aus- und Fortbildung erreichen. Für wen ist denn die Ausbildung gedacht? Also dieser Lehrgang ist ja oberbayernweit ausgeschrieben, setzt sich aus verschiedenen Kreiswasserwachten zusammen, der Großteil aus Ingolstadt, Neuburg und Pfaffenhofen und noch ein paar Teilnehmer aus dem restlichen Oberbayern. Und vorzugsweise, man merkt es ja, es ist August, es sind Sommerferien, das ist natürlich für unsere Schülerinnen und Schüler, weil die jetzt genau in dem Zeitraum Ferien haben und dann innerhalb von kürzester Zeit die Ausbildung zum Wasserretter laufen können. Was steht denn alles auf dem Programm während dieser Ausbildungswoche? Also eine Sanitätsausbildung, wo die Leute Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Basisdiagnostik, Assistenzmaßnahmen für Notarzteinsätze, Herzdruckmassage und natürlich, man sieht es ja, Wasser spielt eine ganz große Rolle. Die Wasserretter sind ja das zweite Besatzungsmitglied auf dem Motorrettungsboot, unterstützen dabei den Motorbootführer beim An- und Ablegen und natürlich auch das Retten ins Motorboot und die Versorgung von den Patienten auf dem Motorboot. Auf der Donau machen wir dann noch Fließwasserretterlehrgang und wir bilden die Leute auch noch im Sprechfunk aus. Was sind denn überhaupt die häufigsten Einsätze der Wasserwacht? In Ingolstadt hatten wir jetzt dieses Jahr bereits 12 Alarmierungen in der Schnelleinsatzgruppe und dabei waren leider 4 Leute nicht mehr zu retten. Ein Großteil von den Einsätzen waren natürlich auch Fehlalarme, wo wir auf Anfall abgestellt wurden. Gibt es denn etwas, auf das man sich im Ernstfall nicht vorbereiten kann? Ja, also wenn man sich nicht vorbereiten kann, ist wie eine Einsatzkraft auf beispielsweise den ersten Toten reagiert oder bei Einsätzen im Zusammenhang mit Kindern. Da ist ja bei uns wichtig, dass man als Führungskraft erkennt, okay, der reagiert anders als sonst und dass man den halt dann auch da vernünftig in der Gruppe zu sich nimmt und schaut, dass man den wieder fit bekommt. Und wenn es gar nichts hilft, dann haben wir natürlich auch noch Kräfte, die vom Kriseninterventionsteam explizit für so Stressbewältigung ausgebildet sind.